So Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Gonzan, die vergessene Epoche. Ja, wir sind wieder am Marsleuchtturm, da ich hier noch zwei Dinge vergessen habe, die ich gerne noch hätte. Einerseits wäre dies eine Waffe, andererseits wäre es das der Djinn Lava, der noch hier ist, denn ich möchte, bevor ich zu den Sidequests aufbreche, möchte ich erst noch so viel wie möglich machen. Und da ist der Krötenmaus schon tot. Oder der Frosch, der Teufelsfrosch, was auch immer. Es gibt hier für uns noch, denke ich, etwas zu holen. Und ich gehe schon mal falsch. Das ist schön. Nicht. Ich muss hier rein. Ihr werdet hier sterben. Ja. Boom, Critical. Nirvana! Und Legende. Booms, booms, booms. Der Dreier. Was für ein Schaden. Schön. Aaron, wieso tötest du ihn nicht? Menno, Aaron. Drachenwut. Und den Zweier. So mag ich das. So mag ich das. So. Aaron, machen wir schon bitte Vermeidung an. Ja. Fast richtig. Warum noch fast? Denn ich will nicht von kleinen Vieh angegriffen werden. Außer, naja. Gut, die Feuervögel wären mir ein bisschen recht, aber. Da komm ich schon. Da komm ich gar nicht hoch. Okay. Muss ja noch eins weitergehen. Mensch, 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 ja. So. So. Nice. So. Los. Beweg dich. Danke. Denn die Waffe will ich unbedingt haben. Die ist perfekt für Felix oder für Isa. Will ich mal schauen. Nein. Oder muss ich da lang? Ja. Nein, hier war ich schon mal. Warnung ist nach. Ja, brauchen wir eine Warnung. Denn ich will unbedingt die Sachen haben, bevor ich wirklich zu den Sidequests aufbreche. Denn ich will alles haben, bevor ich, naja, Sidequests mache. Da war ich schon, da war irgendwas drin. Hier ist. Ah, hier war der. Naja, wir bekamen den Teleport Lapis, glaube ich. Oder heißt du doch Teleport Lapis? Ja, Teleport Lapis. Kühl. Sehr kühl. Kühl an diesem Ort. Das steht hier kühl, 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 ne? Ah, dann wird's warmer besser. Naja. So, ich geh mal hier unten lang. Den Weg hier unten ist falsch. Gut zu wissen. Danke, Spiel. Dann geh ich mal hier durch diese Doppeltür. Ah, genau hier wollte ich lang, genau. Erstmal Enthüller. Dann können wir jetzt hier auch den Teleporter benutzen. So. Ich will jetzt hier eigentlich auch noch nicht allzu viel machen, außer halt den Djinn und den Dingens holen. Ne? Verstehst du? Achso, ja. Also ein Wettlauf gegen die Zeit hier. Hier werde ich mal schnell mit schneller den Hammer. Denn jetzt müssen wir uns hier beeilen, denn wie man sehen kann, der Drachenkopf hat was vor. Er spuckt nicht umsonst Feuer. Und ja. Im Wettlauf gegen die Zeit. Ich muss oben lang, glaube ich. Jawohl. Unten wäre eine Falle gewesen, war ziemlich fies. Also, naja. Dann gehe ich auch hier mal oben lang. So. Boom. Lauft. So, ja. Ja, gut, wir haben es pünktlich geschafft. Ansonsten macht der Drache hier kaputt. Wir können gleich mal hier stehen und warten, bis es abfeuert. So. Kamehameha! Ja, schön. Hier ist noch ein Teleporter. Nutzen wir gleich mal. Oder war das falsch? Ich glaube, das war falsch, oder? Ich glaube, ja. Ne? Yep. Nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Boom. Au. Aua. Hat das abgezogen? Ja, ich glaube schon. Ne? So fies. So, wir müssen hier die Statue davor verschieben, damit wir hier nicht angegriffen werden. Das wäre natürlich suboptimal. Dann haben wir wieder zurück. Und hier hin und den Teleporter wieder benutzen. Ich weiß, dass die Waffe, also das Schwert, die Gaia, nein, die Gaia, nee, nicht die Gaia-Klinge, dieses Schwert nochmal.
Wow. Akamana. Klingt cool, aber ist tot. Ich sagte, er ist tot. Danke, Felix. Ja, Felix unterstützt mein Statement. Danke. So, ich glaube, hier war das Schwert. Ach, wie heißt denn die Klinge schon wieder? Ah, Mann. Egal, hier ist sie. Wir können hier nicht einfach so zum Schwert, wie wir wollen. Das ist rutschig. Sprich, wir müssen einen kleinen Umweg nehmen. Den geht hier, dann da. Dann hier so, dann so, dann hier so. Dann hier runter, dann da lang. So, zack, 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 zack. Und hier ist die Helios-Klinge, genau so hieß es so. Helios-Klinge entfesselt Megiddo. Ist eine Waffe, die nur Felix und Isaac tragen können. Ich gebe sie mal. Du bekriegst 568. Jo. Gib's mal Felix. Dann kriegt das Excalibur Aaron, ne? Oder. Ja, ich gib's mal Aaron. Oder, ja. Und Aaron, deine Gaias Axt ist somit nutzlos. Wow. Hat sie überhaupt mal einmal aufgeheult? Ich glaube nicht. Schade. Ah. Hurra, wir müssen uns fallen lassen. Aua! Ein Hintern. Also, bevor ich mal Gegner komme, ich will Megiddo zeigen. Das ist eine meiner Lieblingswaffen, Aufrufbeschwörungen. Denn die Attacke ist nicht so mächtig wie Legende, aber sie ist geiler. Ihr werdet sehen, was ich meine. So. Hier lang. So, ja, ich weiß, wo der Mars-Chain ist, aber wir kommen da nicht einfach so hin. Und jawohl, Gegner. So, ihr macht nichts. Felix macht es alleine. Ja. Ich sagte, Felix macht es alleine. Jawohl. Ja, ein brennender Komet. Oder eine Sonne. Keine Ahnung. Und viel Schaden. Mit einer normalen Attacke. 642 Schaden. Das soll mir mal eine Synergie nachmachen. Ja, ja. So. Ist was eingefroren. Was könnte das wohl sein? Und warum werde ich jetzt mal schnell heilen? Ich weiß es nicht. Einfach so. Für Sicherheit, ne? Nö. So. Gut. So. Dann einmal Brand, bitte. Boah, ich habe mal Brand und ich Funke gesagt. Ich glaub's nicht. So. Boom. Und boom. So, was könnte da mal drin sein? Detonation. Boom. Drachen. Wie süß. Die sehen cool aus. Flammendrache erscheint. Ein großer und ein kleiner. Naja, egal. Wir machen mal, ich sag mal Tiegel, oder? Ja, Tiegel. Du machst mal, oder, hör mal unseren Angriff. Wo ist denn der? Ach, hier. Cosma, du darfst mal Wirbel machen, aber ich will Wirbel auf den Kleinen machen. Der Kleine sieht zu viel aus. Und Aaron, du darfst mal, wir machen mal Legende, wenn es klappt. Spahn! Dip. So, Wirbel. Boom. Tiegel. So, sonst ist es selber. Booms. Und Legende, jawohl. Schön gemacht, Aaron. Und den Dreier. Yes. Flammenatem. Setz Käfig ein. Käfig? Ich kenne dieses Psynege nicht irgendwo her. Nee. Geleit auf den Kleinen. Ruft irrende Seelen. Kriege ich Beteiligung, das ist schön. Kann man die Ehre beschwören, das ist schön. Und Aaron greift nochmal an. Herrn, Attacke! Und Megara hören unser Angriff nochmal. Und vielleicht klinge ich ein bisschen leise, aber jetzt gerade werde in der Nacht, also. Ich darf nicht so laut sein. Und bam, Angriff, Aaron. Und Aaron haut nochmal drauf. Supernova. Aua. Asteroid. Okay, das kennen wir doch auch irgendwo her. Oder nicht?
Okay, die machen verdammt viel Schaden. Das gefällt mir mal gar nicht. So. Blüte. Polare Aura. Hm, ist ja gar nicht mehr Beschwörung geschrieben. Hm. Lichtplasma und einmal bitte Umbra. Umbra! Blöp, 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 blöp. Polare Aura. Lichtplasma. Und Blüte. Wurde voll. Sehr schön. Supernova wird nicht so viel abziehen. Jo, seht ihr. Nochmal Asteroid. Jo, mach ruhig. Jo. Dann wimmeln sich wieder mal ein paar. Sehr schön. So. Dann machst du mal Ramses. Du machst Zagan. Oder? Ja, du machst Zagan. Dann. Noch ein Merkur bleibt übrig, du kannst mal Lichtplasma machen. Aaron, hast du irgendwas übrig? Hm. Ach, du kriegst normal an, das reicht schon. Zagan, los! Bam! Zack! Und Feuerkraft. Lichtplasma! Ramses! Boom, boom! So, und Aaron? Naja, kommt noch nicht dran. Flammenatem. Igniswalze. Die Attacke kennen wir doch auch irgendwoher. Hm. Woher nur? Polare Aura. Dann sag ich mal Flaute. Und ja, du kannst normal angreifen, auf wenn du zugekommst. So. Denn Flaute. Eine Runde geht jetzt verblöten. Sprich, jetzt erholen sich aber die Djinn, die Runde vorbei ist. Ist ein sehr netter Djinn. Taktisch ansetzen ist wirklich sehr praktisch. Ja. Kostma, du kannst mal so angreifen. Und so. Stell gerade normal an, Lichtplasma. Ich glaube, jetzt soll was aufholen. Jo, danke Felix. Megiddo! Wow, 1031 Schaden. Basilisk, naja, okay. Flammenatem. Ja. Gleit. Sehr schön. So, Angriff. Einmal heilen. Lichtplasma. Du greifst normal an. Polare Aura! Yay! So, der kleine Drache sollte jetzt eigentlich mal sterben. So langsam. Ja. Und da geht's. Drachenblut. Ja, der kann wieder holen, woher? Hm. Los, woher? Ich weiß es nicht mehr. Meine Erinnerungen sind getrübt. Naja, aber wir haben mal drauf. Wir sind noch alleine, der hat keine Chance mehr. Legende! Booms, booms, booms. Sehr schön, Aaron. Atrophie. Hm. Oh, wir wurden gelähmt, toll. Dankeschön. Und jetzt ist nur einer verletzt. Du kannst angreifen, du kannst angreifen, du kannst benutzen. Oder. Nee. Hast du irgendeinen Djinn, der was heilt? Die beiden, ja. Für jeden auch. Wow. Not bad. Hast du irgendeinen Djinn, der was heilt? Nee. Greifen wir mal an. Der Kerl hat keine Schnitte, der Drache. Igniswalze. Oh. Wir machen ein bisschen Schaden, süß. Angriff, Angriff, Angriff. Drachenwut. Das ist sehr effektiv mit Drachen. Ja, seht ihr? So. Flammenwalze. Boom, boom, boom. So. Base ist wieder da. Schön. Und kann General mal heilen und ihr greift nochmal an. Polare Aura. So. Na. Megi, ja. Komm, ist vielleicht wieder da, haut der Megiddo rein. Sure, sehr schön. Legende. Nur einer. Und ein Asteroid, ja schön. Und vielen Dank auch. Schon Schaden. Ein wenig. Angriff. Polare Aura. Angriff, Angriff. Nirvana. Wie wenig Schaden eigentlich kostet, man macht aber egal. Igniswalze. Ja, könnte schlimmer sein. Ja, nee, du heilst mal. Du greifst an, du kannst schnell einen Chin benutzen. Really. Polare Aura. So, ich gebe dem Drachen noch maximal 3 Runden. Okay, wenn der Guido trifft, dann noch 2 Runden. Oder gar keine Runden mehr. Okay. Level up! Und Psy-Kristall. Oh nein! Warum? Warum liege ich hier?
Wartet, ich glaube, ich kann mich erinnern. Wir wollen das Leuchtfeuer entfachen. Aber leichter war viel zugefroren. Wir haben es auf dem Weg zur Spitze verlaufen. Wir müssen uns beeilen, wenn die Zögerung mit Box vernichtet. Das hat keinen Sinn, ich habe keine Kraft mehr. Ich kann kaum noch stehen. Und die Kälte. Warum ist mir so kalt? Ich habe ein kleines Feuer, sollten gegen Kälte immun sein. Auch ich würde die Kälte, die Naria. Ich würde, wir werden hier oben sterben. Ich kann nicht spüren. Den langen, dunklen Schlaf, der im Inneren meiner Ziele kriecht. Warte, ich glaube, ich kann mich erinnern. Das Auge. Es sagt uns, dass uns der Wille fehlt, noch heute ranzukommen. Das Auge. Jetzt rufen sie mir wieder ein. Ich fühlte mich sein Blick durchbohrt bis ins Herz. Da war um mich alles schwarz. Genau, ich kann mich auch erinnern, gegen Felix gekämpft zu haben. So geht es auch mir. War das nur ein Traum oder eine Illusion? Felix, bist du das? Ja, ich bin's. Erstaunlich, denn ist unser Glück noch nicht gänzlich versiegt. Felix, du musst unseren Auftrag erfüllen. Bitte, du musst das Leuchtfeuer entfachen. Wir können kaum noch stehen. Wir würden es auf keinen Fall schaffen. Bitte geh und erzünde das Leuchtfeuer für uns. Ihr werdet den Marschen brauchen, macht nur, nehmt ihn euch. Bitte behaltet euch, wenn das Licht jetzt im Leuchtfeuer zieht, dann weiß ich, dass ich umsonst sterben werde. Mit Zellen auf euch. Gott. Für uns ist es nur zu spät. Schnell! Mach das Leuchtfeuer! Nämlich hat die Stimme nicht mehr. Du, der du den Stern in den Händen hältst, öffne dein Herz und lausche. Wenn du nach dem Himmel strebst, lass mir deinen Stern. Im Himmel? Cool. Jo, ja. It's getting hot in here. Wuhu. Und der Marsleuchtturm will wieder zu dem, was er eigentlich sein sollte, nämlich aus Magma bestehend. So. Wir haben nun. Ich bin noch schnell links. Ja. Gut zu. Jo. Denn nun kommen wir auch zum Djinn. Lalalala. So, wenn ich weiß, denke ich. Sollten wir jetzt, glaube ich, auch diese Fackel wieder an. Jo. Dann kann man hier jetzt Brand nutzen. Ups. Und Feuermarsch. Dann können wir jetzt da die Dimension benutzen. Dimension. Boom, 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 boom. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier lang und. Moment mal, war das mit. Na, ich dachte, ich sehe einen Glitch. Oh Gott. Und damit Ameisen live. Nein. So. Tot. Noch auch tot. Noch auch tot, ja vor allem. Jo. Sack das. Ich muss schnell. Ich muss mal schnell Vermeidung. Denn ich will noch schnell einen Chill holen und dann geht's wirklich zu den Sidequests, die versprochen. Keine Sorge, Leute, keine Sorge. Wird vielleicht auch eine längere Folge, je nachdem wie lange ich von dem Djinn brauche. Oder ist er gleich hier? Nein. Muss ich noch ein Rätsel machen, um ihn zu finden? Ne, der ist hier. Schön. Ja, dann speichern wir mal schnell. Hier hin? Hallo. Ah ja, mit dem Djinn gibt es irgendwie Probleme, ihn anzusprechen. Es geht irgendwie nur von rechts, keine Ahnung warum. Ist irgendwie so. Angriff! So, wir lassen ihn erstmal zu Steine starren und greifen an. Petra! Löp! Drachenwut. Okay, Drachenwut ist doch eine Wasserpsynergie, okay. Legende. Boom, boom, boom. Wow, in einer Runde vernichtet und geschlagen. Hallo, kleiner Lava. Du bist der letzte Mars-Djinn. Das ist sehr schön. Dann haben wir von dir keinen mehr, den wir suchen müssen. Der Mars-Djinn davor. Lava, bitte. Lava folgt Aaron. Sagst du aber nicht. So. Das. Das. Und Lava. So, ein kleiner Wetterboost, Lava senkt gegnerische PP durch Erschöpfung. Ja, PP senken des Gegners ist nicht so wirklich nützlich, aber naja. Lohnt sich eigentlich auch nie, weil, sorry. Bringt nichts. Das ist wirklich ein Djinn, den man wirklich nicht benötigen kann. Wobei doch, vielleicht für einen optionalen Boss, den, naja. Nee, keine Ahnung. Teleporter, ja. So. Ja, schön, dass er nicht auf der Karte ist. Wie gesagt, wir gehen jetzt nach Sumo. Wir werden. Ich weiß noch nicht, weil. Also, ich denke, ich mache
das hier zuerst, weil hier gibt es noch eine Waffe zu holen und einen und Djinn. Dann gibt es hier in der Wüste, gibt es auch noch einen Ort, da gibt es auch noch einen Djinn. Und es gibt hier auch noch einen Djinn, also jetzt gibt es überall noch einen Djinn. Und das letzte wäre dann hier in hier unten in Contigo. Da komme ich dann als letztes hin, aber einfach mal deswegen, weil ich danach offscreen trainieren werde vorher, weil der Ort einfach nur gefährlich ist. Also würde ich sagen, das war's von Golden Sun, die vergessene Epoche. Wir werden nun die Sidequests im nächsten Part beginnen. Bis dahin.